sind die Materialien, die in zu früheren Zeiten gang und gäbe waren, heute leider kaum noch benutzt werden können zur Wiedergabe, weil es einfach die Geräte nicht mehr gibt. Oder die Geräte sind einfach, wenn sie noch im Kundenbesitz sind, einfach sich totgestanden haben. Die werden einfach nicht mehr zum Laufen gebracht. Selbst so profane Sachen wie eine kleine Projektionslampe sind nicht mehr in jedem Geschäft erhältlich. Und die Geräte, die Ersatzteile sind einfach vom Markt verschwunden. Einzig und alleine sind seit Jahrzehnten die Wiedergabe von DVD-Scheiben möglich. Mittlerweile geht der Wandel langsam auf Festspeicher über, das heißt auf USB-Sticks. Auch da sind wir in der Lage, diese Materialien zu retten und für die Nachwelt dann zu erhalten. So kann man dann generationenübergreifend die Erinnerung noch sichten. Und deswegen sagen wir Digitalisierung ihrer Erinnerungen. Wir beschäftigen uns mit Erinnerungen, denn unsere Senioren, wir sind ja hier auf der Seniorenmesse, da hapert es teilweise an Abspielmöglichkeiten von ihren alten Kassetten oder auch Super 8 Filmen. Vielfach sind auch Dias vorhanden und wie es dann so ist, die Projektoren, die man aus dem Schrank holt, die sind dann teilweise gar nicht mehr gängig, beziehungsweise man weiß gar nicht mehr so richtig nach 20 Jahren, wie die eigentlich funktionieren. Die Kinder sind auch nicht mit diesen Sachen aufgewachsen und da treten wir sagen wir, da kommen wir ins Spiel. Wir bekommen dann dieses Material und sehen dann zu, dass es vernünftig in guter Qualität auf die heutigen abspielbaren Medien kommt. Das ist in aller Regel ein DVD, das ist ein optisches Speichermedium, was sehr lange halten kann. Wir haben uns darum gekümmert, dass wir auch langzeitstabile DVDs haben, sogenannte Archiv-DVDs, die halten bis zu 100 Jahre. Wir kümmern uns da seit 1993 darum. Bevorzugt war es so, dass wir mit Vereinen zuerst zusammengearbeitet haben und wir sind jetzt auf der Messe, um das sagen wir mal allgemein auch ein bisschen bekannter zu machen, dass hier in Stahle, in Höxter, ein Unternehmen sitzt, ein Kleingewerbe, sagen wir dazu, was sich um die Belange des normalen Amateurs kümmert. Denn wir möchten nicht, wie das häufig vorkommt, dass wir dann zweite, dritte Kopie von irgendwelchen Kassetten bekommen. Keiner weiß mehr, wo es original ist. Da holen wir dann das meiste noch raus und wir möchten eben, dass die Erinnerungen nicht verschwinden. Und das führt ja auch dazu, dass das Wohlgefühl dann da ist. Gerade bei älteren Generationen, die können noch was vererben, was dann eben, sagen wir mal, ein Teil ihres Lebens gewesen ist. Ja, Media Zeitreisen ist eben ein regionaler Betrieb. Deswegen treten wir hier auch, hier im Raum mal in die Öffentlichkeit. Viele kennen uns noch gar nicht. Und wie Sie vielleicht an meinem Slang hören, wir sind aus dem Ruhrgebiet damals mal hierher gezogen, vor langer Zeit. Und da war es gang und gäbe, dass man die Kassetten dann entsprechend auch archiviert hat und das weitergibt. Und das möchten wir eben weitermachen. Und wir sagen, unser Motto ist Gefühle erzeugen, Erinnerungen weitergeben, Werte vermitteln und Traditionen bewahren. Das ist unser Motto und da halten wir uns dran und werden auch so weitermachen.